Guten Morgen, ich freue mich, Sie zu begrüßen in der dritten Veranstaltung zur Einführung in die pädagogische Psychologie mit einem besonderen Fokus in der heutigen Seminarsitzung auf Gedächtnismodelle und die kognitiven Basisfunktionen. Bevor wir allerdings mit den Vorlesungsinhalten starten, zunächst einige organisatorische Sachen vorneweg. Und zuallererst möchte ich mich bei Ihnen bedanken für das zahlreiche Feedback, was wir als Vorlesungsteam im Hinblick auf die Vorlesungsumfrage von der letzten Woche auch erhalten haben. Und daraus wollen wir Ihnen jetzt nun auch einige Sachen quasi vorstellen und ich reagiere darauf auch ein wenig. Prinzipiell, das war auch nicht die einzige Möglichkeit, Feedback zur Vorlesung zu geben. Wir werden solche Umfragen auch wirklich jede Woche machen und Sie kriegen dann den Link zu den jeweiligen Feedback-Sachen via Gradecraft dann per E-Mail auch zugeschickt, beziehungsweise Sie können das dann auch in diesen Gradecraft-Announcements dann auch immer nochmal nachlesen. Prinzipiell sehr vieles, was Ihnen sehr, sehr gut gefallen hat, hier insbesondere die Kooperation mit dem ZFM, dass wir die Veranstaltung hier machen können, worüber wir uns natürlich auch insbesondere sehr freuen. Auch die hohe Qualität der Folien, Struktur und so weiter hat vielen von Ihnen sehr, sehr gut gefallen. Vielen von Ihnen haben die Tierbilder sehr gefallen. Bin ich auch ein Fan von, bin ich ehrlich. Und vor allem ist das auch wirklich eine Einladung an Sie, wenn Sie Haustiere haben oder Ihnen per Zufall auf der Straße irgendwie ein Tier begegnen sollte, wo Sie sagen würden, okay, das, Herr Fischer, dieses Tier müssen wir unbedingt in unserer Vorlesung zur pädagogischen Psychologie gefeatured haben. In einer Reading Reaction war auch die Rede von Psychologie der Hunde und Katzen. Dann trauen Sie sich ruhig, diese Bilder dann auch auf unserem Piazza-Forum auch hochzuladen. In puncto, was können wir an unserer Veranstaltung besser machen? Die Breakout-Räume haben sehr vielen von Ihnen auch sehr gefallen, haben sich allerdings gewünscht, da etwas mehr Zeit auch zu haben, um quasi mit Ihren Mitstudierenden zu diskutieren, sehe ich ebenfalls so. Von daher werden wir jetzt in diesen Breakout-Räumen, insbesondere auch wenn Videos gezeigt werden, danach noch mehr Zeit auch Ihnen bieten, auch mit Ihren Mitstudierenden in Breakout-Räumen zu diskutieren. Kritikpunkte teilweise war, dass wir drei verschiedene Plattformen verwenden mit Ilias, Piazza und Gradecraft, dass das schwierig und verwirrend ist auf jeden Fall. Ich gebe Ihnen da komplett recht, das ist sicherlich eine Herausforderung, insbesondere wenn Sie jetzt gerade neu an der Universität Tübingen sind. Ich würde es mir wünschen, wenn Ilias über all die Funktionen verfügt, die wir für unsere Veranstaltung benötigen. Aber Sie können sich auch sicherlich vorstellen, dass beispielsweise diese Online-Forumsfunktion bei Ilias, wenn wir wie im vergangenen Semester an die 5000 Forumsbeiträge haben, nicht unbedingt so übersichtlich ist wie beispielsweise auf Piazza. Von daher sind wir leider in gewisser Weise, bis quasi eine Plattform existiert, wo wir das alles gut auch verbinden, darauf angewiesen, dann auch die verschiedenen Plattformen zu verwenden. Dann, einige von Ihnen waren etwas besorgt über die Klausur. 7 Fragen wurde schon genannt und auch wie Fragen formuliert sind, wie die Klausur aussehen wird. Für diejenigen von Ihnen würde ich wirklich empfehlen, auch quasi unsere Quizze zu machen als Teil der Möglichkeit, wie Sie Punkte für Ihren Teilnahmeschein sammeln können. Ich habe sogar, Sie werden sich sicherlich erinnern, wie ich hier mit Frau Porner debattiert habe, ob wir reale Klausurfragen auch verwenden wollen. Wir hatten jetzt für das erste Quiz sogar die realen Klausurfragen einfach aus dem letzten Jahr genommen zum Behaviorismus, sodass Sie halt auch wirklich auch da quasi sehen, was Ihre Mitstudierenden quasi im letzten Jahr in der Klausur gehabt haben. Also so von dem Format
werden Fragen dann auch aussehen. 7 Fragen mit jeweils 4 Unterfragen. Das heißt, die Klausur wird so gestaltet sein, dass Sie jetzt, wie jetzt beispielsweise hier bei diesem Quiz, als eine Oberfrage haben, welche der folgenden Aussagen zum Behaviorismus, jetzt hier in Bezug auf unser letztes Quiz, auf unsere letzte Vorlesung, treffen zu. Und dann kriegen Sie 4 Aussagen, wo Sie dann halt Antworten dann anzuklicken haben. Ich sehe gerade im Chat, bekommen wir zum Quiz die richtigen Lösungen? Ja, auf jeden Fall. Die stelle ich Ihnen ebenfalls auch noch gleich vor. Genau, also von daher, das kann ich Ihnen da auch wirklich empfehlen, dann vielleicht dies auch so als Lerngelegenheit dann auch wahrzunehmen. Dann prinzipiell ein anderer Kritikpunkt oder ein anderer Anregungsvorschlag, der auch von einigen von Ihnen kam, war, diese Veranstaltung ist viel Arbeit und wöchentliche Aufgaben zu machen, das wirkt alles sehr verpflichtend, sehr beengend und ich würde gerne auch mal 1, 2, 3 Wochen lang nichts für die Veranstaltung machen und trotzdem den Sitzschein erhalten, aber dass dies nicht möglich sei. Dazu prinzipiell Ihnen steht wirklich frei, sich zu überlegen, wie Sie die Punkte erwerben wollen, um zu Ihrer Million Punkte zu gelangen. Keine einzelne dieser verschiedenen Aufgabenbausteine ist wirklich verpflichtend. Das heißt, Sie können sich auch wirklich überlegen, okay, Reading Reactions, wenn Sie da beispielsweise der Meinung sind, okay, ich lese zwar die Texte, will aber jetzt keine 150 Wort Reflexion oder Response schreiben, ist das völlig okay. Sie haben wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten quasi, sich hier mit unseren Vorlesungsinhalten auch auseinanderzusetzen. Allerdings, weil Sie mir logischerweise sehr wichtig sind und weil ich auch quasi möchte, dass Sie einen guten Lernerfolg haben und auch um für Sie auf Ihr Feedback einzugehen, haben wir uns jetzt entschieden. Vorher war es ja nur möglich, quasi ein Erklärvideo, ein Podcast und ein Storytelling am Ende des Semesters einzureichen. Wir erhöhen dies jetzt auf jeweils 3 Einreichungsmöglichkeiten. Das heißt, dass Sie theoretisch, wenn Sie wollen, auch 3 Erklärvideos drehen können, um dann halt auch dreifach dann Punkte auch zu kriegen. Das bedeutet, dass quasi von den vormalig 2 Millionen Punkten, die quasi zu erwerben wären im Verlauf dieser Veranstaltung, wo Sie dann 50%, also 1 Million, benötigen würden zu einem Teilnahmeschein. Sie haben jetzt sogar die Möglichkeit, fast 3 Millionen Punkte im gesamten Verlauf der Veranstaltung zu kriegen. Und Sie können sich das dadurch halt auch wirklich doch mal wesentlich flexibler überlegen, wann Sie welche Veranstaltungen oder wann Sie welche den Schwerpunkt auf welche Veranstaltungen, auf welche Veranstaltungsthemen vielleicht auch legen wollen und quasi wie Sie ihren individuellen Weg durch dieses Semester halt auch gestalten wollen. Prinzipiell, ich kann Ihnen auch da wirklich empfehlen, diese Kristallkugelfunktion auf Gradecraft zu verwenden. Bislang haben die nur an die 50 Personen verwendet von unseren 250 Vorlesungsteilnehmenden, sodass Sie da wirklich auch wirklich genau auch schauen können, was wollen Sie wann wie machen. Es ist quasi wie wenn Sie in einen Freizeitpark gehen beispielsweise. Sie können logischerweise auf jede einzelne Attraktion gehen und auch wirklich jede einzelne Attraktion wahrnehmen, wie Sie auch hier in unserer Veranstaltung irgendwie jede einzelne Aufgabe bearbeiten können. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht vorgesehen. Beziehungsweise Sie können es natürlich machen, völlig klar. Aber Sie können auch sich wirklich auch punktuell entscheiden, okay, ich will lieber auf das Riesenrad und die krasse neue Achterbahn. Und so genauso können Sie sich quasi hier für unsere Veranstaltung quasi genau das überlegen, was Sie halt besonders anspricht, um sich da halt auch weitergehend fortzubilden.
bilden, bezüglich unserer Seminarthemen auch. Genau, also das waren so die größten Punkte. Und wie gesagt, ich würde Ihnen auch wirklich, ich würde Sie auch wirklich dazu einladen, die Kristallkugelfunktion zu verwenden, damit Sie sich halt auch wirklich dann überlegen können, auch wann Sie wie Zeit investieren wollen für die Vorlesung. Prinzipiell, die Idee ist natürlich ebenfalls, wenn Sie eine Klausur schreiben, dass Sie auch im Verlauf des Semesters schon so viel an Klausurvorbereitung machen, sodass die eigentliche Vorbereitung für die Klausur halt super gering ist. Was ich da nämlich auch wirklich will, was Sie vermeiden, ist, dass Sie halt quasi nur zum Ende, wenn es zur Klausur hingeht, sich irgendwie mit den Vorlesungsinhalten beschäftigen, dann vielleicht zur Klausur das Wissen haben, aber dann 2 Wochen später Bulimie lernstylemäßig wieder komplett verdrängt haben. Weil das ist ein Lernmechanismus, der Ihnen auch für Ihr Leben nur sehr wenig bringt. Und von daher wollen wir Ihnen jetzt hier die Möglichkeit geben, mal einen anderen Lern- und auch Vorbereitungsstil zu erleben, den Sie dann auch vielleicht dann in anderen Veranstaltungen dann auch verwenden können. Okay, ich sehe gerade im Chat, soll man sich ein konkretes Thema überlegen, über das man in dem Podcast redet, oder soll es generell etwas mit PowerPoint oder pädagogische Psychologie zu tun haben? Prinzipiell ist ein Podcast schon spannender, wenn er sich quasi ein konkretes Thema in der pädagogischen Psychologie nehmen würde, um dieses dann auch vertiefend zu beleuchten. Also Sie lernen ja im Verlauf dieser Vorlesung auch wirklich sehr viele unterschiedliche Themen kennen, und Sie können sich da auch wirklich, je nachdem, wo Ihre persönlichen Interessenschwerpunkte liegen, dann ein Thema überlegen, welches Sie dann auch vertiefen wollen. Also wirklich, es bleibt Ihnen auch da komplett frei gestellt. Ich würde Ihnen auch da empfehlen, eher ein Thema eher etwas kleiner gefasst zu nehmen, aber dafür mehr in die Tiefe zu gehen, weil ich glaube, ist quasi zum einen Ihr Lernwert höher, und zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass das für Ihre Mitstudierenden, wenn Sie sich entscheiden, den Podcast dann auch für Ihre Mitstudierenden zugänglich zu machen, dann einen Mehrwert bieten würde. Okay, eine weitere Frage vom Chat. Wenn wir ein Erklärvideo schon vor der Abgabefrist abgeben, wird das dann früher bewertet und angerechnet? Ja, genau. Also wir probieren quasi vor jeder Vorlesung die Punkte aktualisiert zu haben. Oder Sie quasi, wenn Sie in die Vorlesung dienstags morgens hereingehen, quasi den aktuellen Punktestand dann auch jeweils auch direkt sehen auch. Genau, also soweit quasi die organisatorischen Dinge. Ich habe Ihnen auch schon quasi zu Beginn des Semesters eine Studie schon mitgebracht, die so ein wenig die Begründung auch quasi für unseren Kurs und für unsere Struktur auch zeigt. Ich will Ihnen da jetzt quasi doch mal eine weitere Studie zeigen, an der ich auch quasi ebenfalls mitgewirkt habe. Wir haben uns da quasi einen Online-Kurs in der Chemie angeschaut, und in diesem Online-Kurs gab es, ich glaube, 46 verschiedene Aufgaben, die Studierende zu erledigen haben, in 4 Modulen. Sie sehen hier in diesem Diagramm 4 rote Linien. Das sind die Linien, die die Module, also die Themenbereiche, eingrenzen. Und 2 blau gestrichelte Linien. Das sind die 2 Examina. Und quasi auf der X-Achse ist quasi jeder Tag. Und auf der Y-Achse sehen Sie quasi jeden einzelnen Studierenden. Und je mehr Klicks ein Studierender auf der Lernplattform gehabt hat,
sich also quasi in diesem Online-Kurs mit den Lernmaterialien auch wirklich beschäftigt, desto schwärzer wird es quasi in unserem Diagramm. Und Sie sehen da auch schon quasi so ein paar spannende Sachen. Also beispielsweise zu den Modul-Deadlines findet mehr Aktivität statt, beziehungsweise ebenfalls auch vor den Examina. Wir haben quasi diese Daten genommen, um dann mit statistischen Verfahren zu schauen, okay, was für Gruppen von Studierenden existieren in Bezug auf deren Lernaktivitäten. Und wir haben da quasi vier verschiedene Gruppen finden können. Zum einen Studierende, die generell sehr wenig Engagement, also sehr wenig Beteiligung zeigen. Studierende, die sehr prokrastinieren. Studierende, die quasi ihren Lernverlauf planen. Und Studierende, die den Lernverlauf auch schon frühzeitig planen. Und wenn wir uns dann quasi angeschaut haben von diesen vier Gruppierungen von Studierenden, wie war deren Klausurnote oder deren gesamte Note für diese Veranstaltung, dann haben wir gesehen, okay, Studierende, die halt generell sehr wenig Engagement auch über das Semester hinweg gezeigt haben, hatten wesentlich schwächere Leistungen im Vergleich zu den anderen Gruppen und prinzipiell Studierende, die halt mehr geplant haben, weniger prokrastiniert, mehr geplant haben, mehr regelmäßig an Veranstaltungen und an diesen einzelnen Lernaktivitäten teilgenommen haben. Diese Studierenden haben wesentlich bessere Leistungen erbracht im Vergleich zu den anderen Studierenden. Und weiterhin, und das sehen Sie quasi in dem rechten Diagramm, wenn man das dann noch so ein bisschen nach Studierendengruppierungen aufschlüsselt, wie beispielsweise Arbeiterkinder, dann sehen Sie insbesondere, dass halt für Arbeiterkinder ist insbesondere wichtig ist, sich wirklich auch frühzeitig in diese Planning und diese Early Planning Stages hereinzugehen, weil die Lernleistung für das Low Engagement, also für Studierende, die Arbeiterkinder sind und in der Low Engagement Gruppe ist, doch mal wesentlich schwächer ist. Also, was ich quasi Ihnen damit zeigen will, Sie profitieren und Sie sind mir logischerweise sehr, sehr, sehr wichtig und ich will, dass Sie hier Erfolg haben. Und von daher wollen wir Ihnen quasi die Möglichkeiten bieten, auch wirklich quasi über das Semester verteilt, auch schon frühzeitig Teil von diesen, von der Early Planning und auch der Planning-Gruppe zu werden, so dass Sie möglichst großen Lernerfolg auch haben. Okay, ich sehe gerade im Chat ist noch eine Frage. Kann man Podcast und das erklärt wieder zu einem Vorlesungsthema auch in zwei, drei Vorlesungen später einreichen? Ja, genau. Also Sie können sich Vorlesungsthemen auch quasi beliebig von Vorlesungen wählen. Also wenn Sie in, sagen wir mal, 5 Wochen ein Video zum Behaviorismus machen wollen, was wir jetzt irgendwie in der letzten Woche gemacht haben, ist das völlig okay. Und Sie können sich auch wirklich frei entscheiden, quasi wann Sie diese Sachen einreichen auch. Genau, können Sie die Studie irgendwo lesen? Ja, genau, und zwar hier, Sie können sich quasi hier den Studientitel bei Google Scholar beispielsweise eingeben und dann werden Sie da auch die Studie auch direkt finden. Beziehungsweise ich werde die auch quasi in das Chatfenster stellen, während wir in einem Breakout-Raum auch drin sind einfach. Okay, ich glaube, wow, das waren jetzt irgendwie 20 Minuten organisatorisches zu beginnen. Wir probieren diesen Organisationsblock für die nächsten Veranstaltungen logischerweise etwas auch niedriger zu machen, sodass wir halt auch mehr Zeit für
für unsere eigentliche Vorlesung auch haben. Aber ich glaube, es ist allerdings trotzdem sehr wichtige Zeit, die wir quasi investieren, damit wir halt auch gemeinsam uns klar werden, irgendwie so, was ist der Lernweg, den wir quasi über unser Semester dann auch wirklich auch beschreiten wollen, oder warum diese Veranstaltung vielleicht auch für einige, insbesondere wenn sie es auch noch nicht gewohnt sind, wenn sie vielleicht aus der Schule kommen, wo man vielleicht nur eine halbe Seite irgendwie zu lesen hat in Vorbereitung und dann sieht sich irgendwie auf dem Schulweg im Bus dann noch etwas dahin kritzelt, damit man dem Lehrer irgendwas vorzeigen kann. Also, dass wir halt hier wirklich auch wie wir sie jetzt hier auch ermuntern wollen, ihnen wirklich die Möglichkeiten zu geben, sich auch wirklich flexibel mit diesen Vorlesungsinhalten auch zu befassen. Okay, so. Quiz-Ergebnisse. Okay, die erste Frage war auf den Behaviorismus bezogen. Wird Lernen als sichtbare Verhaltensänderung aufgefasst? Genau, also das ist halt insbesondere halt der Fall für den Behaviorismus. Für andere Lerntheorien ist das die haben andere Lernprinzipien. Dann in Bezug auf die operante Konditionierung, inwieweit eine Verhaltensreduktion durch Bestrafung hervorgerufen werden kann. Ja, genau. Das ist, was ich hier, wenn Sie dieses Quadrant sehen, in der unteren Reihe. Dann ein Beispiel für die negative Verstärkung ist der Entzug des Führerscheins nach dem Überfahren einer roten Ampel. Das ist allerdings eine indirekte Bestrafung, und zwar quasi, weil Verstärkung quasi eine Hinzufügung von etwas bezeichnet, aber der Entzug ist ja wieder quasi, dass ein Privileg entfernt wird. Und als vierte Frage, im klassischen Konditionieren, inwiefern ein neutraler Stimulus vor der Konditionierung keine Reaktion hervorruft. Genau. Das ist quasi auch der Sinn, warum ein neutraler Stimulus halt auch neutraler Stimulus genannt wird. Und quasi dieser Konditionierungsprozess verläuft halt in der Kombination von dem neutralen Stimulus und dem unkonditionierten Stimulus, sodass dann halt die Reaktion hervorgerufen wird, sodass dann quasi nach der Konditionierung der neutrale Stimulus in einen konditionierten Stimulus übergeht, aber quasi für die Zeit vor der Konditionierung ist der neutrale Stimulus halt so, dass halt da keinerlei Reaktion auch hervorgerufen wird. Okay, soweit zur vergangenen Vorlesung. Aber wir wollen uns ja heute damit befassen, was Lernen von einer kognitionspsychologischen Perspektive her bedeutet und was da die Grundlagen für das Lernen auch darstellen. Wenn wir uns quasi hier in unserem Überblicksplan uns das noch etwas genauer anschauen, dann befassen wir uns jetzt insbesondere mit den Theorien der Informationsverarbeitung sowie mit kognitiv-konstruktivistischen Theorien. Genau. Und wenn wir uns quasi das Lernen aus der kognitionspsychologischen Sicht betrachten, dann ist dies auch vor allem darin zu sehen, dass sich Menschen auch so auf ihre Umwelt auch sowohl zeitlich schnell als auch flexibel anpassen und auch quasi
dass da die Informationen, die verwendet werden, in der Umwelt dazu führen, dass sich diese Informationen in den unterschiedlichen Gedächtnisprozessen bewegen, um dann beispielsweise in ein Langzeitgedächtnis dann auch übernommen zu werden. Wie das genau aussieht, das sehen wir auch gleich im Folgenden. Aber kognitives Lernen, jetzt im Gegensatz zum beispielsweise Lernen nach behavioristischen Annahmen, die bezieht sich auf die fortlaufende Konstruktion und auch die Veränderung von Wissen. Und es bezieht sich auch darauf, wie Informationen verwertet werden können, um Fähigkeiten zu erlernen, um Probleme auch beispielsweise auch zu lösen. Dabei ist dies auch quasi eines der Merkmale von intelligentem Verhalten. Stichwort Intelligenz, da werden Sie auch schon im Vorlesungsplan gesehen haben, haben wir auch quasi eine eigene Vorlesung auch dann dazu. Aber wirklich, was dabei im Zentrum steht, sind das kognitives Lernen sowohl einen Wissenserwerb mit sich zieht, Denkfähigkeit unterstützt wird, der Bezug auf Metakognition auch gefasst wird, sowie wenn Wissen erlernt wurde, dieses dann auch zu transferieren, um dies dann auch anzuwenden. Und so die Grundannahmen vom Lernen im kognitiven Konstruktionismus ist, dass Lernen wirklich ein aktiver Prozess ist, wo sich Lernende wirklich kognitive Operationen vollziehen, um so eine Fähigkeitsveränderung beispielsweise hervorzuheben. Dabei wird Lernen konstruiert. Es werden halt neue Bedeutungen erzeugt, neue mentale Modelle beispielsweise geschaffen. Was auch spannend ist quasi, das Lernen insbesondere als kumulatives auch wahrgenommen wird. Also dass wirklich auch vielerlei komplexere Fertigkeiten auch dadurch aufgebaut werden können. Und was auch wichtig ist, ist, dass es dann auch wirklich dann auch zielgerichtet wird. Also sowohl idiosynkratisch, das heißt, verschiedene Personen haben auch verschiedene Wissensstrukturen, die aufgebaut werden, aber dass das Lernen auch vor allem zielgesteuert wird, um beispielsweise bestimmte Anforderungen auch zu bewältigen. Dazu gibt es quasi auch verschiedene Modelle, wie Informationen gespeichert werden. Aber wir wollen zunächst jetzt ein kurzes Experiment auch gemeinsam machen. Ich würde Sie bitten, sich diese Telefonnummer jetzt einfach in Ihrem Gedächtnis einzuprägen, was Sie jetzt auch sicherlich schon gemacht haben. Wunderbar. Genau, und dann beschreiben, wie Sie beim Einprägen vorgegangen sind. Und ich würde Sie auch quasi da bitten, die Telefonnummer, die Sie sich erst gemerkt haben, quasi aufzuschreiben und in Breakout-Räumen zu diskutieren, wie Sie, welche Strategien Sie dafür auch verwendet haben. Genau. Ich mache mal wieder so 4 bis 5 Personen. Wenn Sie aus einem Breakout-Raum herausfallen, dann wieder in den Raum zurückgehen. Wir fügen Sie danach auch wieder hinzu. Okay, alles klar? Circa 5 Minuten.
sehr gespannt, welche Strategien Sie verwendet haben. Hier sehen Sie auch doch mal noch einmal die Telefonnummer. Ich würde auch da bitten, Gruppen 2, 13 und 20 zu bitten, quasi eine Strategie in das Chatfenster zu stellen. Im Chatfenster finden Sie jetzt auch übrigens die eine Studie auch dazu. Genau, und dann können Sie quasi auch vergleichen, inwieweit Ihre Strategien, die Sie in der Gruppe haben, mit den Strategien von den Teilnehmenden übereinstimmen. Apropos Feedback, mir ist gerade eingefallen, für diejenigen von Ihnen, die etwas in den Chat schreiben, dann ist es schwierig zum Multitasken und der Vorlesung zu folgen. Bin ich komplett bei Ihnen, das ist eine Herausforderung. Sie haben auf jeden Fall noch die Möglichkeit, wenn Sie dann halt diese Inhalte noch unbedingt wahrnehmen wollen, dann die quasi diesen Ausschnitt sich dann einfach auf YouTube anzuschauen. Prinzipiell eine etwas anderes, was ich glaube zwei Personen oder so gesagt haben, ist, dass ich entweder zu schnell rede oder zu langsam rede, sodass es entweder zu lange dauert für Informationen zur Vermittlung oder halt zu schnell, je nachdem. Ich kann Sie auch da wirklich nur einladen, auf YouTube dann die diese in dem Rädchen quasi, bei was Sie da rechts oben sehen, wenn Sie die Veranstaltung jetzt gerade auf YouTube verfolgen, die Geschwindigkeit dann individuell dann auch zu variieren, logischerweise. Alright, genau. Also, unser Lernen beruht darauf, dass wir ein Gedächtnis haben. Und ich habe Ihnen jetzt quasi so eines der wichtigsten Modelle von Gedächtnissen mitgebracht. Und zwar das Drei-Speicher- oder auch Mehrspeicher-Modell von Atkinson und Schifrin. Sie sehen da, dass Wissen oder auch Informationen quasi Reize in einem sensorischen Register aufgenommen werden, von diesem sensorischen Register dann verarbeitet werden im sogenannten Arbeitsgedächtnis oder auch Kurzzeitspeicher genannt, und dass dann solche Informationen übertragen werden für das Langzeitgedächtnis, worauf sie dann halt zugreifen können. Wir schauen uns jetzt auch jede dieser einzelnen Ebenen von diesem Drei-Speicher-Modell genauer an, aber vorher würde ich Sie bitten, quasi in einem Breakout-Raum zu diskutieren, wenn Sie jetzt sich sagen, okay, hey, Klausur steht morgen an und ich habe mir den Klausurstoff am Abend vorher eingeprägt und nach der Klausur gleich wieder vergessen, wo wäre ein solches Wissen quasi auch nach diesem Modell ausgeprägt. 5 Minuten für diesen Breakout-Raum auch. Okay, ich behalte auch die gleichen Gruppen einfach. Und für den nächsten Breakout-Raum machen wir dann andere Gruppen wieder. Alles klar.
Alright, willkommen zurück. Ich bin schon gespannt und wir werden jetzt die einzelnen Merkmale von dem 3-Speichermodell auch vorstellen. Und ich würde bitten, die Gruppen 2, 12 und 14 kurz wirklich nur in Stichpunkten quasi die Gruppendiskussion auch in dem Chat zu beschreiben. 3-Speichermodell, das sensorische Gedächtnis dabei zeichnet insbesondere aus, dass es eine Art physiologischer Speicher ist, wo wirklich eine Vielzahl an Informationen aufgenommen werden können. Also wirklich eine enorme Kapazität der Sinneseindrücke, die empfunden werden. Diese Informationen werden dann als Globaleindruck quasi verwendet. Ultrakurzzeitspeicher werden sie ebenfalls auch vom Namen her sich auch schon vermutet haben. Die Verweildauer dieser Informationen ist auch nur sehr begrenzt. Und diese Informationen bleiben in diesem physiologischen Speicher auch wirklich nur für einen Millisekundenbereich auch. Im Vergleich dazu ist es auch wichtig zu beachten, dass die Informationen quasi verpuffen, wenn sie nicht weiter verarbeitet werden, dann im sogenannten Kurzzeitspeicher. Und auch wirklich dieser Prozess von den Informationen, wie Informationen von dem Ultrakurzzeitspeicher in das Arbeitsgedächtnis gelangen, das ist quasi insbesondere dahingehend zu sehen, quasi über die Aufmerksamkeit, die Leute da haben. Und dabei gibt es auch verschiedene Effekte in gewisser Weise, die Aufmerksamkeit beeinflussen oder auch erhöhen oder auch verniedrigen können. Beispielsweise werden Sie das auch schon gemerkt haben, wenn Sie in der Vor-Corona-Zeit auf einer Party waren, beispielsweise, und dann irgendwer dann Ihren Namen gesagt hat, obwohl Sie mit komplett anderen Personen gerade am Reden waren. Sind Ihnen da halt ist dies halt etwas, was Sie halt dann intelligent gehört haben und dann halt auch trotzdem wahrgenommen haben. Genauso beispielsweise gibt es auch da so historischere Experimente, wo in Amerika Ureinwohner in den wilden, rauen Straßen von New York das Zirpen von Grillen auf den quasi in den Straßen halt auch wahrgenommen haben, weil dies quasi eines dieser Geräusche ist, worauf sie halt auch ganz besonders halt auch trainiert worden sind. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass mit dem sogenannten Split-Attention-Effekt die Aufmerksamkeit halt auch verringert wird. Also wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene Dinge zu richten haben, fällt es ihnen wesentlich schwerer, sich zu konzentrieren und auch Informationen halt aufzunehmen. Also beispielsweise, wenn sie Auto fahren und da noch vielerlei andere Einflüsse dann auf sie einprasseln, um dann auch diese vielen Informationen halt mitzunehmen. Ich habe Ihnen da auch ein Video mitgebracht, wo Sie dies halt auch vielleicht selber auch sehen können. Andere Breakout-Gruppen kriegen Sie jetzt und ich würde Sie dazu einladen, dieses dann quasi auch zu diskutieren. Also Sie haben auch mehr Zeit in den Breakout-Gruppen als das Video einfach nur ist. Also 6 Minuten in neuen Breakout-Räumen. Alles klar, los geht's.
Alright, willkommen zurück. Genau, ich bin mir sicher, Sie haben auch da wirklich auch quasi gemerkt, wie Attention auch gesplittet werden kann anhand dieses Beispiels. Sie werden auch vielleicht auch schon andere Beispiele gesehen haben, wenn sich Leute irgendwie einen Basketball hin und her zuspielen und dann irgendwie ein Gorilla da durch das Bild läuft. Oder Sie finden auch da auch auf YouTube auch wirklich auch noch vielerlei andere coole Beispiele, wo Sie so etwas dann auch wirklich sehen können. Auch prinzipiell eine spannende Sache, so etwas als Erklärvideo vielleicht auch zu drehen, nur so als Idee. Aber es steht Ihnen natürlich komplett frei. Was kann Aufmerksamkeit beeinflussen? Eine Vielzahl von Merkmalen, wie beispielsweise Bewegung oder wie groß die anderen Reize sind, welche Intensität die haben, inwieweit die irgendwie neu sind. Oder so etwas wie Inkongruenz, also inwieweit das auch zueinander passt, was sie sehen oder erwarten. Sie werden sich vielleicht auch gewundert haben und einige von Ihnen werden hier auch da quasi aufmerksam gewesen sein, dass beispielsweise hier wir diesen Videotitel halt bewusst auch anders tituliert haben, um zu schauen, okay, Kongruenz darüber, was vorher geredet wurde und was auf den Folien steht, inwieweit sie so etwas quasi zur Aufmerksamkeitssteuerung halt auch verwendet haben. Als auch, wenn sie halt sehr viele Emotionen halt auch verspüren kann, so etwas ebenfalls dann auch dazu führen. Prinzipiell, was halt natürlich auch wichtig ist, ist quasi, inwieweit die einzelnen Merkmale, die verschiedenen Reize, die sie halt empfinden, eine persönliche Bedeutung und Relevanz für sie haben. Und je bedeutender ein Reiz ist, natürlich, desto mehr fokussieren sie darauf dann auch, beziehungsweise auch so auf soziale Signale. Und auch kann dies auch eine große Rolle spielen, so wie wenn sie über mehr Wissen und Erfahrung auch verfügen. Beispiel Autofahren, sie wollen in eine Parklücke rein, die, wie sie meinen, gerade noch ausreicht und dann drehen sie das Radio beispielsweise herunter, damit die Parklücke größer wird, gefühlt. Aber es ist natürlich auch dann wie sie halt dann probieren, die Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu fokussieren und auch mit den Strategien, wie sie dies dann auch gut machen können. Genau. Sie haben jetzt ein Beispiel gesehen und auch verschiedene Beispiele gehört. Ich bin mir sehr sicher, dass Sie für selektive Aufmerksamkeit und auch diesen Split-Attention-Effekt auch eigene Beispiel haben, wo Ihnen so etwas auch schon im realen Leben auch passiert ist. Und dazu will ich Sie jetzt einladen, dies in den gleichen Breakout-Räumen auch miteinander zu diskutieren. Und genau, ich freue mich dann auch schon sehr, was dann die Gruppen dazu dann auch im Chat dann schreiben werden.
Alright. Willkommen zurück. Genau, ich bin sehr gespannt, was Sie da, was Sie und worüber Sie sich unterhalten haben. Wenn wir in einem kleineren Seminar wären, dann würde ich auch quasi in den Räumen hin und her springen, um dann so ein bisschen auch reinzuhören, weil ich das immer halt super spannend finde, halt, was diskutiert wird. Aber ich würde jetzt hier bitten, Gruppen 10, 11 und 12, Ihr Beispiel in den Chat auch zu stellen. Prinzipiell zum Auslesen der Informationen gibt es wirklich zwei Prozesse, die dazu, die einen Einfluss darauf haben, welche Informationen vom Ultrakurzzeitspeicher in den Kurzzeitspeicher übernommen werden. Zum einen halt die Merkmale der Reize bottom-up. Das haben wir vorhin gesehen, haben wir verschiedene Beispiele auch von gesehen und auch jetzt hier, was Sie auch in das Chatfenster stellen werden, wie der Kontext auch die Informationen auch beeinflusst. Allerdings auch das Vorwissen, das bildet quasi einen anderen Filter, durch den Informationen ausgelesen werden, um zu schauen, welche Informationen wirklich in das Arbeitsgedächtnis, in die Zentrale halt hereingelangen. Also das Arbeitsgedächtnis ist dann wirklich so die bewusste Wahrnehmung, die Basis vom Lernen, wo Informationen dann auch verarbeitet und quasi wahrgenommen werden, um auch dann zu schauen, okay, kommen diese Informationen in das Langzeitgedächtnis auch herein. Prinzipiell, Arbeitsgedächtnis hat eine sehr begrenzte Kapazität, 7 Informationen, Chunks, und die Dauer, in der Informationen im Arbeitsgedächtnis ungefähr verweilen, ist so an die 20 Sekunden. Also wenn Sie sich quasi eine Zahl merken wollen und die halt vielfach wiederholen, ist quasi diese innere Wiederholung dazu dann da, die Haltbarkeit dieser Informationen im Arbeitsgedächtnis auch zu verlängern. Dabei hat das Arbeitsgedächtnis verschiedene Funktionen, sowohl halt phonologisch, also auch in Bezug auf die Sprache zu wirken, dann episodisch zu handeln, also quasi den temporalen Aspekt zu betrachten, als auch visuell und räumlich, dass sie sich im Arbeitsgedächtnis Dinge vorstellen, im Arbeitsgedächtnis Sachen notieren. Beispielsweise, wenn Sie sich Informationen mithilfe der Loki-Methode, erzähle ich Ihnen dann auch noch mehr dazu später, vorstellen, um quasi da Informationen dann auch länger aufrecht zu erhalten, um quasi die Kapazität von Ihrem Arbeitsgedächtnis quasi in Anführungszeichen zu vergrößern. Dabei ist es halt diese Magic Number 7, die von Miller betrachtet wird, dass sie quasi 7 Informationschunks gleichzeitig plus minus im Arbeitsgedächtnis behalten können. Und diese Informationen werden da drin weiterverarbeitet und im Hinblick auf das Vorwissen, was sie haben, werden dann da verschiedene Kategorien dann auch zugewiesen. Also wenn Sie sich jetzt beispielsweise an die letzte Vorlesung auch dran erinnern, innern dieser Akkumulationsprozesse beispielsweise. Diese Verarbeitung findet da im Arbeitsgedächtnis auch wirklich statt. Also wenn Sie sich jetzt an den ersten Breakout-Raum beispielsweise erinnern, für die Klausur lernen, ist der Klausurstoff im Kurzzeitgedächtnis, im Arbeitsgedächtnis nicht wirklich, zumindest wenn wir jetzt hier von unserem Drei-Speicher-Modell ausgehen. Es ist natürlich spannend, quasi, wie Informationen aufrecht erhalten werden können und quasi inwieweit Informationen dann auch wirklich in das Langzeitgedächtnis überkommen. Sie können sich ja vielleicht noch an diese Telefonnummer erinnern, die wir vorhin gesehen haben. Ich würde Sie jetzt bitten, die halt doch mal zu notieren, schnell. Und das
ist dann quasi auch so ein Merkmal dafür, wenn es für sie möglich ist, quasi diese Information, die sie haben, jetzt nach einer halben Stunde wieder abzurufen, dass dann der Übergang von diesen Informationen, die sie vielleicht, als sie diese Telefonnummer zuerst gesehen haben und sie vielleicht mit phonologischen Schleifen einfach nur wiederholt haben, um sie sich zu merken, wie da der Übergang auch von diesen Informationen auch gelungen ist. Genau, im Chatfenster sieht man da einen Beispiel von diesen Informationen, genau. Und hier sehen Sie auch doch mal, wie die Telefonnummer halt auch war. Prinzipiell, wenn Sie diese Telefonnummer wieder gut aufgeschrieben haben, dann haben Sie diese Information im Langzeitgedächtnis gespeichert. Und wir wollen uns jetzt so ein bisschen anschauen, quasi, dieses Wissen quasi abgespeichert wird, was da auch gute Lernstrategien auch für sind. Aber prinzipiell ist quasi so die Verarbeitungstiefe, mit der Informationen übertragen werden, sehr dafür entscheidend, auch wie lange Informationen im Gedächtnis auch weiterhin verfügbar sind und auch wie darauf zugegriffen werden kann. Das auch als Antwort auf die Frage aus dem Chat, ob Informationen beliebig lange in den einzelnen Gedächtnisstufen auch vorhanden sein können. Also die Informationstiefe und wie diese Informationen verarbeitet werden, hat dabei einen entscheidenden Aspekt auch. Und es ist dabei halt insbesondere quasi wichtig in der Übertragung von Informationen vom Arbeitsgedächtnis zum Langzeitspeicher quasi dieser Enkodierungsprozess, wie dann die Informationen dann übertragen werden. Dabei wird von zwei grundlegenden Enkodierungsstrategien unterschieden. Zum einen die aktive Informationsverarbeitung, dafür ein Beispiel, wenn beispielsweise wiederholend Sachen geübt werden, algorithmische Prozesse beispielsweise in der Mathematik, als auch komplexere Informationsverarbeitungs- bzw. Lernprozesse, wie da der Übergang auch ist. Und quasi in Bezug auf die Aufbereitung dieser Informationen vom Arbeitsgedächtnis in das Langzeitgedächtnis, es gibt da verschiedene Mechanismen, wie dies passieren kann. Also zunächst, um diese Informationen zu interpretieren, beispielsweise auf Basis des Vorwissens, wichtige Informationen quasi herauszufiltern, also zu delegieren, Informationen zu organisieren, beispielsweise mit Schaubildern, Mindmaps, sowohl halt auch in Bezug auf diesen visuell-räumlichen Notizblock, beziehungsweise wenn Sie das im Arbeitsgedächtnis schon in das Langzeitgedächtnis übertragen haben, dann auch mit Elaboration, also dass Sie sich Beispiele überlegen für den Split-Attention-Effekt beispielsweise, wie wir es auch gemeinsam gemacht haben, oder auch der Genese-Prozess Text verstehen. Allerdings ist es auch wichtig, quasi für diese einzelnen Prozesse da die Metakognitionsebene ebenfalls auch zu betrachten. Also, dass dieser Prozess zur Informationsverarbeitung quasi von Ihnen auch selber reguliert wird. Stichwort ist Selbstregulation. Werden Sie auch noch im Verlauf des Semesters auch noch eine Vorlesung, insbesondere zur Selbstregulation, ebenfalls auch hören. Ideen, wie man diesen Lernapparat trainieren kann, wie man dieses Arbeitsgedächtnis verbessern kann. Wir haben auch da im Chat von den einzelnen Gruppen auch schon verschiedene Ideen gehört. Unter anderem war auch im Chat eine der Vorschläge, quasi Chunks zu bilden. Also, dass man verschiedene Einzelinformationen, beispielsweise bei der Telefonnummer, die Vorwahl zu mehreren
zu einem Block von Informationen verarbeitet. Also so, dass man sich beispielsweise irgendwie für die Zahlenfolge 11092001 das quasi als, Datum des World Trade Centers erkennen würde, so dass sie quasi dann anstelle von den einzelnen Informationen von jeder Zahl, wo sie schon sehr viele Informationseinheiten haben, sich wirklich das nur als Datum des World Trade Centers, also quasi nur eine einzige Informationseinheit betrachten, um dann quasi den Transferprozess von diesen verschiedenen Chunks dann auch zu verwenden. Was auch gut ist, ist quasi verschiedene Speicherkomponenten zu verwenden, also sowohl phonologisch als auch visuell. Beispielsweise mit der Loki-Methode, so dass sie sich da wirklich überlegen, beispielsweise der Weg zur Universität, den haben sie jetzt auch dann mehrfach schon gemacht und sie können sich diesen Weg auch wirklich visuell vorstellen, um dann quasi in Gedanken verschiedene Informationseinheiten bestimmten Wegpunkten zuzuweisen. So dass sie dann beispielsweise, wenn sie sich an Informationen erinnern wollen, gehen sie quasi ihren Weg von zu Hause bis zur Universität visuell räumlich im Kopf durch und den Weg wissen sie und dann haben sie quasi die Assoziation von den Informationschunks und den Wegpunkten, so dass sie damit auch wirklich auch viel mehr Wissenseinheiten auch verwenden können. Prinzipiell ist das auch ein sehr guter Party-Trick, wenn sie wieder oder wenn man mit Corona wieder größere Partys auch feiern kann. Sie können sich quasi mit Hilfe dieser Loki-Methode ein gesamtes Skat-Kartenspiel quasi memorisieren, wenn sie quasi den einzelnen Farben, also Pik, Karo, Herz und so, beispielsweise verschiedene Objekte zuweisen, also beispielsweise alle Herzkarten sind vielleicht irgendwie berühmte Personen, alle Karo-Karten sind Automarken, alle Kreuz-Karten sind verschiedene Aktivitäten, wie irgendwie etwas zu trinken oder also wirklich komplett beliebig oder ein Buch zu lesen. Und dann, wenn Sie dann quasi jemanden bitten, okay, komm hier, geben Sie mir irgendwie 10 Karten, dann können Sie sich diese Karten nehmen und gehen dann quasi Ihren Weg aus der Ihren vorbereiteten Weg und dann anstelle sich dann irgendwie zu merken, Karo 4, Herz 7, und so weiter, gehen Sie quasi Ihren Weg entlang, von wegen, okay, Sie sind jetzt hier an der Straßenkreuzung Wilhelmstraße, da begegnet Ihnen Britney Spears, die einen Latte Macchiato trinkt beispielsweise. Und dann wissen Sie sofort quasi die Kombination, was das dann wieder übersetzt bedeutet. Also es funktioniert wirklich, kann ich Ihnen auch wirklich nur empfehlen, pädagogische Psychologie da auch praktisch partymäßig zu verwenden. Okay, genau. Dann, es gibt da verschiedene Optionen, wie Sie quasi da Ihr Arbeitsgedächtnis dann auch wirklich trainieren können. Und es gibt auch da wirklich auch verschiedene Lernstrategien, die Sie verwenden können. Prinzipiell im Langzeitspeicher, wenn die Informationen dahin übergegangen sind, sind diese Informationen auch wirklich unbegrenzt, mit unbegrenzter Kapazität verfügbar und auch theoretisch unbegrenzt lange da. Und wir wollen uns jetzt auch nochmal genauer anschauen, quasi wie Wissen
organisiert und repräsentiert ist, sodass sie darauf dann auch zugreifen können. Dabei wird vor allem von drei kognitiven Prozessen gesprochen, sowohl das Auswählen von Informationen, die Integration und die Organisation. Und da die Organisation wird dann auch mit verschiedenen Repräsentationsformen dann auch betrachtet. Also was wir halt auch da sehen, sind Begriffe und Konzepte, Schemata und mentale Modelle, in denen Informationen organisiert werden, die dann auch wiederum abgerufen werden können. Prinzipiell wissen wir aus der Forschungsperspektive allerdings noch nicht genau, wie diese Organisation auch wirklich jetzt im Gedächtnis vorliegt, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es dort eine Organisationsstruktur auch vorhanden ist. In Bezug auf Begriffe, Konzepte ist es so, dass wir wissen, insbesondere in Klassen von Objekten, die sich ähneln, quasi zuordnen und dass Begriffe dabei auch wirklich semantische Einheiten bilden. Prinzipiell können diese Begriffe und Konzepte sowohl sehr konkrete Objekte sein, wie Tiere beispielsweise, oder auch sehr abstrakte Begriffe, wie irgendwie Motivation oder Selbstregulation. Prinzipiell werden solche Begriffe von Personen gebildet mit einem prototypischen Ansatz, sodass auf Grundlage von diesen Prototypen, von diesen Beispielen, weitere Begriffe besser auch identifiziert werden können. Und diese Begriffe können damit auch quasi hierarchisch organisiert werden, um quasi das Wissen über die Welt und auch die Struktur von dem Wissen auch etwas besser zu organisieren. Schemata sind dabei eine Verbindung von Vorstellungen für bestimmte Objekte und auch relativ stabile Einheiten, die Personen wirklich entwickeln auf Grundlage ihrer Vorerfahrungen. Also wenn sie sich wirklich anschauen, Wissen ist sehr komplex, und wenn sie ihr Wissen jetzt wirklich nur in Begriffe und Konzepte hierarchisch strukturiert haben, können sie damit nicht unbedingt die Komplexität des Wissens und der Erfahrungsbereiche auch wirklich abbilden. Und sind halt diese Begriffe ein Baustein in gewisser Weise für komplexere mentale Strukturen, für welche dann die Schemata ein Beispiel auch darstellen, wo sich halt Wissen von Menschen, Objekten, Situationen auch wirklich gebündelt als Wissenspaket darstellen lassen würde, welche sich dann auf Grundlage von unseren eigenen Erfahrungen dann auch bilden. Prinzipiell ist es dabei auch wichtig zu betrachten, dass dies quasi komplexe Verallgemeinerungen sind. Das heißt, in gewisser Weise Schemata funktionieren im Allgemeinen, aber es kann auch immer davon Abweichungen dann auch in der Realsituation auch geben. Aber sie helfen quasi Situationen besser zu kategorisieren auch. Die Idee, warum man solche Schemata entwickelt, ist wieder der Zugriff auf das Vorwissen bei der Informationsselektion in das Arbeitsgedächtnis bzw. zur Enkodierung vom Arbeitsgedächtnis in das Langzeitgedächtnis. Aber prinzipiell wollen Sie damit Ihre Informationsverarbeitungskapazität dann auch etwas entlasten, weil, wie Sie gemerkt haben, die Aufmerksamkeit, die Sie haben, ja auch eine sehr begrenzte Ressource
Ressource einfach darstellt. Und mit Hilfe von diesen komplexen, von diesen kognitiven Schemata können wirklich komplexere Wissensbestände quasi abgespeichert werden, auf die sie dann zugreifen können. Was dabei allerdings auch quasi wichtig ist, ist, dass solche Verallgemeinerungen auch wirklich nur Verallgemeinerungen sind. Das heißt, es kann auch Fehler in der Rekonstruktion geben, beispielsweise bei Zeugenaussagen, bei Gerichtsprozessen beispielsweise. Wenn Sie halt verschiedene Schemata haben, werden diese dann auch in Skripten organisiert, die auch wirklich komplexe zeitliche Verläufe halt auch mit beeinflussen können und auch die quasi auch auf Grundlage von ihren Erwartungen halt auch liegen. Beispielsweise irgendwie, wenn Sie in ein Restaurant gehen, wie ist da die Vorgehensweise? Also Sie kommen dahin, setzen sich da irgendwo hin und dann kommt eine andere Person und so weiter. Es gibt verschiedene Schemata, die verwendet werden und sich quasi zu einem Restaurant-Skript zusammensetzen. Es gibt da auch vielerlei weitere Beispiele. Ein Vorlesungsskript beispielsweise. Wenn Sie schon viele Vorlesungen besucht haben, um da Sitzscheine zu erwerben und dann sich gedacht haben, komm, Vorlesungsschemata ist es quasi, dass man dann nur zur Klausur etwas zu machen hat beispielsweise. Ist dies ein anderes Vorlesungsskript als beispielsweise das Vorlesungsskript, was wir jetzt hier in unserer Veranstaltung haben. Und da ist dann ein gewisser kognitiver Mismatch, der halt dann im Verlaufe des Erwerbens von anderen Skripten über diese komplexen Abläufe dann auch dazu führt, wie so etwas dann auch sich temporal in den Wissensstrukturen dann auch verändern kann auch dabei. Mentale Modelle, ein weiteres Thema, wie Wissen organisiert werden kann, beziehen sich dabei auch vor allem darauf, wie Wissen assoziiert werden kann und auch dann als Repräsentation fungiert. Dabei ist es beispielsweise so, dass wenn wir jetzt hier einen Delfin betrachten als mentales Modell, sieht es oder hat es auch den Anschein, okay, es ist wie ein Fisch, aber wir wissen auf Grundlage von unserem Vorwissen, dass diese Assoziation Delfin-Fisch nicht unbedingt zutreffend ist, weil ein Delfin ein Säugetier ist. Das heißt, basierend auf dieser Vorwissens, auf Grundlage von diesem Vorwissen, würden wir dann beispielsweise den Delfin einer anderen Wissensstruktur dann auch zuordnen. Und wenn Sie sich dabei beispielsweise ein semantisches Netzwerk betrachten in Bezug auf Säugetiere, haben Sie da verschiedene Kategorien, die Sie haben und die Sie dann auch quasi assoziativ mit Ihren mentalen Modellen dann betrachten. Und wie quasi so ein semantisches Netzwerk strukturiert ist, ist dann auch wirklich sehr individuell, auch persönlich aufgrund ihrer Vorerfahrung oder quasi irgendwie stärker die Assoziationen dann auch wirklich vorliegen auch. Dabei werden quasi diese Einheiten in einem Netzwerk Knoten genannt und je stärker die Verbindung von diesen verschiedenen Einheiten sind, also diese Verbindungen von diesen verschiedenen Knoten werden halt stärker, je häufiger solche Begriffe halt auch gemeinsam assoziiert werden. Von daher der Idee auch in gewisser Weise von der Mindmap, was Sie auch jetzt in dieser Vorlesung machen können, ist es quasi so ein ähnliches semantisches Netzwerk quasi zur Pädagogik
pädagogischen Psychologie halt auch zu verwenden, um dann auch die Querverbindungen von den einzelnen Themenbereichen, Sie haben jetzt ja da auch schon verschiedene Sachen wie irgendwie Selbstregulation oder andere Bereiche gesehen, wie sich die einzelnen Themen vernetzen. Und Sie können quasi jeden einzelnen Themenbereich wesentlich besser verstehen und auch behalten und quasi in ihr Langzeitgedächtnis erwirken, wenn Sie diese Einheiten halt auch gemeinsam, diese Wissenseinheiten dann auch gemeinsam aktivieren. Genau, also prinzipiell als Fazit quasi für unsere Vorlesung in dieser Woche. Wissenserwerb ist auch vor allem der Aufbau von Schemata, der helfen kann, die Informationen im Arbeitsgedächtnis zu bündeln, um quasi die Komplexität zu reduzieren. Wenn Schemata wiederholt angewendet werden, können diese Schemata automatisiert werden, sodass quasi diese Anwendung vom Langzeitgedächtnis dann auch besser erfolgen kann. Aber sehr wichtig ist dabei zu schauen, okay, die Merkmale Vorwissen und Intelligenz, wie die quasi für diese kognitiven Basisfunktionen, welchen Einfluss die haben, das ist dabei ebenfalls auch zu betrachten, was uns dann quasi in der nächsten Woche, wo wir uns dabei insbesondere die Intelligenz genauer anschauen werden, dann betrachten. Und darauf freue ich mich auch schon sehr und verbleibe von daher mit vielen Grüßen und einem guten weiteren Start in diese Vorlesungswoche, bis wir uns dann in der nächsten Woche dann auch wiedersehen. Auf Wiederschauen.